sind wir wieder bei Universe Sandbox 2 und zwar heute mal soll es nicht darum gehen, irgendwas Bestimmtes zu machen. Wir bauen nämlich ein Sonnensystem heute mal, was ganz Simples eigentlich. Und dazu, upsala, das brauchen wir hier nicht dazu. Und zwar nehmen wir uns einfach irgendeinen Stern. Man könnte jetzt hier auch einen speziellen raussuchen, beispielsweise, wenn man hier was Großes haben möchte. Wie wenn wir jetzt hier Riegel haben wollten oder den Nap beispielsweise, dann hätten wir was ganz besonders Großes. Aber wir erstellen ja ein Sonnensystem mit Leben und da wir, das können wir natürlich damit auch machen, aber wir nehmen einfach mal irgendeinen zufälligen Stern. Obwohl der jetzt vielleicht ein bisschen klein ist. Aber wir können es mal versuchen, ob wir hier mit einem sehr, 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 sehr kleinen Stern, der nur ein paar Jupitermassen hat, etwas auf die Beine bringen können. Ja, dazu müssen wir mal eben View auch nochmal einstellen, die Zone, damit wir gucken können, wo die lebensfreundliche Zone sozusagen ist. Und dann nehmen wir, ich würde sagen, oh, 0 Kilogramm. Ah, die haben alle 0 Kilogramm. Das ist natürlich nicht schlecht. Vielleicht nicht so gut. Wir nehmen mal nichts mit 0 Kilogramm. Wir nehmen vielleicht einfach die Erde. Die bietet sich jetzt am besten an. Das heißt, wir haben unser eigenes Sonnensystem mit der Erde. Wir platzieren die mal ein bisschen weiter hier so an der Stelle. Dann nehmen wir noch einen zufälligen Exoplaneten, der hier ein bisschen in einem nahen Umkreis geht. Dann hier ein an den äußeren und inneren Rändern und natürlich ein paar weitere weit außerhalb. Und vielleicht auch noch, was könnte man denn noch nehmen? Ja, wir könnten natürlich noch, ja gut, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Wir könnten noch ein paar Kometen oder mehr oder weniger Zwergplaneten einstreuen. Ein paar kleinere Objekte, die wir hier einbauen. Beispielsweise Halley's Komet, der jetzt auch hier seine Bahn zieht sozusagen. Auch nicht schlecht. Da würde ich aber vielleicht noch versuchen, ein bisschen die Bahn anzupassen. Weil das ist jetzt so ein bisschen gerade hier, das ist ja doof, ne? Also deswegen verändern wir das. Ist jetzt kaputt. Deswegen verändern wir jetzt mal ein bisschen was hier an der Bahn. Wollen den Orbit sehen? Ja, da sehen wir es. Also wir können hier die Schräge der Bahn einstellen und die Exzentrität. Also, ne? Wie kreisförmig bzw. ovalförmig die ist. Also sozusagen, hat man nicht mal echt, also die Konstante sozusagen halt, ne? Von einer Ellipse. Und hier natürlich den Neigungswinkel der Bahn im Vergleich jetzt hier zur Sonne. Wir machen mal einen sehr schrägen, obwohl so ungefähr, damit wir ein bisschen interessantes System bekommen hier auch. So, dann haben wir hier noch so ein, die äußeren Bahnen sind dann ein bisschen geneigt. Machen wir hier mal ein bisschen exzentrischer, das heißt, hat eine sehr heiße Phase und eine sehr kühle Phase, unser Planet. Hier auch mal ein bisschen Exzentrizität erhöhen, damit wir ein bisschen eine eigene 1 Grad Bahnneigung. Der hier hat dann, ups, nein, ich wollte das hier umstellen. Und zwar auch 1 Grad, aber in die andere Richtung. Das heißt, wir haben hier so ein bisschen Varianz drin. Und es läuft ja, das heißt, die Erde sollte sich ja auch akklimatisieren. Wir können ja mal gucken, ob man hier, ja, wir haben hier 14 Grad auf der Erde gerade. Das heißt, es lebt sich gut. Wir lassen es mal ein bisschen weiter laufen hier. Ein bisschen schneller vielleicht, während wir hier noch ein paar Sachen einstellen. Beziehungsweise während ich hier noch ein paar Sachen einstelle. Und die Bahnachsen vielleicht noch ein bisschen anpasse. Ja gut, das brauche ich jetzt nicht großartig. Ja, wir können hier auch mal ein bisschen exzentrischer gehen. Ist das so ein total extremer Planet? auch eine gute Bahnneigung hat hier am Anfang. Ja, das sieht sehr interessant aus. Obwohl, brauchen wir... Das wird schon sehr weird aussehen, muss ich sagen. Ne?
Das fände ich ganz gut eigentlich. Die Erde kriegt eine von keine Exzentrizität. Beziehungsweise 0,3. Aber ein Winkel von 1,5 Grad, auch ein bisschen angewinkelt. Hier machen wir es auch ein bisschen. Und hier machen wir es wieder in die andere Richtung. Das heißt, wir haben hier ein sehr durchgewürfeltes Sonnensystem sozusagen. Und dann wollen wir doch mal es ein bisschen beschleunigen, damit wir sehen können, ob wir hier auf der Erde auch noch leben können. In unserem neuen Sonnensystem, das wir zusammengebaut haben, eben schnell geschustert sozusagen. Und ja, wir haben eine Oberflächentemperatur von 12 Grad. Wir haben natürlich jetzt ein bisschen Eiszeiten da oben, obwohl es hält sich noch in Grenzen. Also wir sehen das ja hier oben, ne? Also auf jeden Fall nicht so viel Treibhauseffekt, weil das habe ich jetzt nicht, das ist jetzt nicht angestellt, ne? Klimasimulation ist, glaube ich, doch, ist an, aber ich habe hier keinen Treibhauseffekt. Kein großartiges. Deswegen haben wir auch eine sehr starke. Oh, wir haben echt eine Eiszeit hier oben immer. Sehr starke Eiszeit sogar. Temperatur fällt auch auf 9 Grad oder so. Aber gut, lässt sich wahrscheinlich da schon leben. Mit einem. Das muss man ja sagen. Also der Stern ist nicht so groß. Mit 900 Jupitermassen. Aber immer noch ausreichend groß. Wir können mal gucken. Wir machen mal. Nochmal eben zum Vergleich. Halte ich mal die Sonne daneben. Die Sun bitte, aber natürlich hier bei den Sternen. Gut, die Sonne ist jetzt nicht deutlich größer, leicht. Jetzt könnten wir natürlich auch mal eben das Sonnensystem komplett aushebeln. Da die Folge jetzt auch schon 7 Minuten gut geht, machen wir das jetzt auch einfach mal, indem wir eine zweite Sonne platzieren. Ein Doppelsternsystem, aber dazu nehmen wir jetzt nicht die Sonne, sondern was Kleines, und zwar Bernards Stern. Der ist sehr, 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 sehr. Aber der wird jetzt bestimmt ein wenig. Ich bin mir nicht sicher, ob er jetzt was tut, ob er etwas veranlasst. Okay, der ist wahrscheinlich zu weit außen. Dass er jetzt, dass er irgendwas da verändert. Obwohl natürlich ja schon ein bisschen sich die Bahnen jetzt natürlich daran anpassen. Also machen das mal ein bisschen schneller. Ja, also wir sehen, die Bahnen verändern sich jetzt immer so leicht durch dieses Doppelsternsystem, was wir hier draus kreiert haben gerade. Also an der Helligkeit wird sich jetzt nicht großartig verändern, weil wir gehen mal raus. Barnards Stern ist ja jetzt nicht der hellste Stern, aber natürlich immer noch in einem gewissen Grad, dass wir das wahrscheinlich ja, so als leichten hellen Punkt schon sehen würden. Beziehungsweise als relativ größeren hellen Punkt, aber nicht natürlich so groß, wie wir jetzt hier unseren kleinen Stern haben, unseren HR 1878 in unserem kleinen Sonnensystem. Und jetzt haben wir auch unseren Planeten gefriertrocknet. Also sehen wir, wir haben definitiv eine zu geringe Abstrahlung hier, sodass wir hier überhaupt überleben könnten. Wir frieren jetzt so langsam nämlich ein. Also der Stern ist definitiv nicht tauglich für unser Überleben hier. Mal wieder ein bisschen langsamer. Wir gucken mal, was unser anderer Planet, wie viel Grad wir hier drauf haben. Hier haben wir 600 Grad. Und auf Kepler, der ein bisschen näher ist, haben wir 11 Grad. Also hier, da wäre es vielleicht schon ein wenig möglicher aktuell mit 11 Grad knapp. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt noch sinkt. Nee, sinkt eigentlich nicht. Das heißt, wir hätten hier eigentlich die perfekte Stelle bei diesem Stern. Bisschen näher. Hier ist es zu kalt. Wir müssen ein bisschen näher an den roten Ring ran. Also wenn wir jetzt die Erde noch ein bisschen weiter verschieben würden, hätten wir da die perfekte Stelle, um uns ein System mit eigenem Leben zu erschaffen, ja. Relativ simpel, man kann ja machen, was man möchte. Also unser kleines Sonnensystem hier mit einem Doppelsternsystem jetzt spontan entstanden. Und ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich bin raus, euer DVK. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.
Ciao.